Wow! Surprise! Oh. Es geht um Sendezeit hier und natürlich möchte man mit mir in den Konflikt. Wenn der scheiße ist, bin ich auch scheiße. Oh Gott, sie knallt mir gleich ein. Wow, RTL 2 will Konfro. Bist du bescheuert? Ey Junge, komm, probier das bei mir. Das zeigt die Reaktion. Ganz linke Nummer hier. Keine Gnade. Ich bin die Filmgeilste. Desiree Nick. Boah, das wird unser Untergang. Alle mal reinkommen, Therapiestunde ist eröffnet. Willkommen zu Kampf der Reality Stars. Willkommen in der Hall of Fame des Edel. Plastik. Trash. Pickepacke voll. Wie? Mit den größten Stars der Reality. In jeder Folge fliegt mindestens ein Star. Also, wenn man sich diese Truppe so anschaut, wird ganz klar, RTL 2 hat keinen Bildungsauftrag, sondern einen Erziehungsauftrag. Man kennt es. Und was bei RTL 2 unter der Kategorie Edeltrash läuft, das gibt es in Künstleragenturen übrigens unter der Überschrift verfügbar für Kindergeburtstage oder auch Baumarkteröffnungen. Den ganzen Tag schon war die Stimmung aufgeladen und nach der Stunde der Wahrheit hat sich das alles nochmal so entladen. Weißt du was, die können mich gleich mal am Arsch lecken. Lecker. Wenn ich so weitermachen, reise ich heute noch ab. Mauro war letztendlich getriggert durch den Jan. Vielleicht ein Schnaps weniger beim nächsten Mal. Dann. Alter, jetzt krieg ich gerade den Hals. Mauro bekommt so einen Hals und das ist übrigens wahrscheinlich das Einzige, was er in dieser Sendung hinzugewinnen wird. Und wir halten mal an dieser Stelle fest. Es geht also jemand in ein Reality-Format und beschwert sich darüber, dass ihn niemand mag. Mein Lieber, genau das hätte man sich schon bei einer Anfrage von RTL 2 denken können. Können wir gehen? Moment, wir haben es gleich. In der Filmwelt, da muss man das verstehen, dass man mehrere Sachen öfters machen muss. Die Kameraleute, die tun ja auch nur ihre Pflicht. Könnt ihr mal ein Taxi bestellen? Ich reiß ab. Da ist der Mauro zu einem Stier geworden. Ich hab da keinen Bock, dass ja. Leute irgendwie unhöflich mich bevormunden. Und Jan, dir nehme ich eine ganze Menge übel. Das ganz zeigt die Reaktion. Du bist drüber. Ist dir sonst weh und du schädigst dir. Vor? Ich führe dich nicht vor. Ja, bitte. Vor? Ja, bist selber. Peinlich für alle, die uns kennen. Ey, eine Krücke. Oh, der Heinrich, ne? Schon irgendwie süß, dass er das Zusammentreffen gescheiterter Existenzen als Filmwelt bezeichnet. Ja, also so langsam muss man sich schon mal fragen, wer diesen Berühmtheitsvortäuschern hier den blauen Haken auf Instagram bezahlt hat. Mein Rucksack mit meinen Papieren, aber ganz schnell. Und dann hat er noch gesagt, aber ich sag's bisher nicht. Ihr seid Pisser. Ich habe den Mauro total falsch eingeschätzt. Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgegangen ist. Ich bin wenigstens ein Star. Was seid ihr nicht? Aggressiv zu sein? Schockierend war das. Ich werde kein Interview geben, nichts, gar nicht. Du verlierst Zehntausende jetzt, ne? Ich bin 1,5 Millionen schwer. Ja, ist okay. Weißt du? Und dann habe ich noch mein Haus. Ich fand's so asozial. Ziemlich schade bei Mauro. Klar, Mauro ist 1,5 Millionen schwer und wir alle so. Hast kein Geld auf dem Konto, du bist blank. Wie viel Kilo sind eigentlich 1,5 Millionen? Und auch spannend, Nina Christine, oder wie sie auch heißt, wenn bereits nach wenigen Minuten das Gesicht schmilzt. Naja, ist aber auch heiß in Thailand und sie ist einfach sehr, sehr schockiert wegen dieser Aggressivität. So einen krassen Schock erlebt sie normalerweise nur, wenn sie beim Shoppen ist und die Schaufenster von H&M wirklich so gut geputzt sind, dass sie ordentlich spiegeln. Kein Ciao, kein Tschüss. Mauro ist weg. Gott sei Dank. Und das nach weniger als 3 Tagen. Das ist ja klar, weil es eine Ausnahmesituation ist. Normalerweise dauert das nach meiner Erfahrung 4 bis 5 Tage. Geil. Trödelhändler Mauro hat es wirklich gemacht. Er ist völlig überhastet abgereist. Mit anderen Worten, er wollte hier keine Zeit vertrödeln. Also, es ist total komisch. Ich dachte ja, er ist hier, um die Entrümpelung der Kandidaten hier zu planen. Boah. Ich bin so müde. Wenn man jetzt hier bis zum Schluss bleibt, fast 4 Wochen, kein G***s oder G***s. Ich nehme Mönchspfeffer. Das bringt meine Libido auf null. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben so lange... Mich tönt hier keiner an. Ich empfinde untenrum einfach gar nichts. Ich bin danach Feuerwehrmann, bin ich, ey. Lass es so bleiben, da kommt gleich noch mehr. Passiert. Nina Christine merkt also wegen Pfeffer da nichts mehr. Na gut, das erklärt auch diese riesengroßen Pfeffermühlen im Restaurant. Also ist ein bisschen komisch. Ich meine, die Kandidaten können sich ja eigentlich auch gegenseitig helfen. Also nicht das, was ihr jetzt denkt. Ich meine, wenn Nina Christine so lacht, verliert Jan doch garantiert jegliches Interesse an. Orange Sorbetreffen. Es war ein männliches Winken, ja? Ja, und welche Frau zieht schon orange an? Sissi. Sissi, komm her, Sissi. Ein blonder Engel. Oh, das ist klasse. Man kennt mich eventuellerweise aus der letzten Sommerhaus-Staffel. Mein absoluter Worst Case wäre jemand wie Mike aus dem Sommerhaus. Ihr wollt nie meine böse Seite kennenlernen. Das ist
narzisstische Verhalten. Ich weiß gar nicht, wo ich da ehrlich gesagt anfangen soll. Warst du im Sommerhaus? Ja. Echt? Ja. Ja, Sisi kommt aus dem schlimmsten Format überhaupt. Haben wir was gemeinsam? Nach hier Prinz Frederik von Anhalt und wie sie alle heißen, haben wir eine weitere Kandidatin, die eine von ist, also eine Prominente, in deren Namen ein von vorkommt. Natürlich nicht, weil sie adelig ist, sondern weil sie immer als Schwester von Ex-Bachelorette Anna oder eben auch als Freundin von Ben Melzer vorgestellt wird. Es stimmt natürlich, das Sommerhaus ist wirklich ein richtig fieses Format, aber auch Elena hat daraus ganz, ganz viele Fans mitgenommen oder wie uns ja Mike aus dem Sommerhaus sagen würde, eine Serverfarm in Indien. Ach, was mit deinem Mann im Sommerhaus? Was macht der? Er ist alles mögliche Unternehmer, Model. Ja, okay, mein Mann ist tot. Und ist auch als Frau geboren worden. War doch einer dabei, der verrückt war scheinbar. Das kann ich in Zahlen nicht ausdrücken. Absoluter Horror, wenn er reinkommt. Wenn solche Menschen reinkommen, ich freue mich doch drauf. Deswegen, komm, komm, komm. Und probier das bei mir. Auch spannend, ein Kandidat, über den gesprochen wird, obwohl er noch nicht da ist, das ist komplett neu. Normalerweise spricht niemand vor und auch nach Kampf der Reality-Stars über die Kandidaten. Geil, sehr gut. Elena freut sich natürlich, wenn so richtig schlimme Menschen kommen. So schade, dass Annemarie Eifeld vor 2 Jahren schon am Start war. Hat jemand von euch Hunger? Ich sitze. Ja, ich koche jetzt auch vegane Bolognese, also wer mitessen möchte. Unfassbar Hunger. Gut, dann koche ich für euch, alles gut. Für Fleisch, nicht so eine billige Imitation. Ja, aber könnt ihr dann bitte Hände waschen wegen dem Rauch und so, weil ich finde das voll eklig. Ja, das sowieso. Als würde ich jemals irgendwie meine Hände nicht waschen, wenn ich irgendwas koche. Och, ich hab's doch sag mal, wo sind wir denn? Aber erstmal irgendwie immer den Teufel an die Wand malen und vorausprojizieren. Jetzt Elena in der Rolle des sterbenden Schwans. Genau, und ich werde auch wieder alles gerade biegen. Alter Bewalte, hier ist was los. Du. Ich weiß leider nicht so genau, was schlechter betont ist. Nina Christins Wangen oder doch eben Tessas Monologe. Irgendwie gibt mir jedenfalls Tessas Betonung Zuschneider-Tischluder-Vibes. Ronald will also keine billige Imitation. Ich glaube, das können wir alle nachvollziehen. Und unsere Nina Christine wünscht sich, dass sie das damals zu ihrem plastischen Chirurgen gesagt hätte. Jeder normale Mensch mit gesundem Menschenverstand. Ich würde jetzt lieber Dschungelcamp gucken eigentlich, statt hier zu sitzen. Wäscht sich die Hände doch vom Kochen, oder? Gönnt euch die Wenn Toten du noch gefühlt 230 Jahre auf mich einredest, bin ich auch vegan. Dass sie immer auf die Fleischwelt rum, auf die Tierwelt rumpocht und pocht. Ja, und das B12, was ich nehme, ja, das interessiert ist ja auch mich auch nicht. Ich habe das Gefühl, dass wir Fleischfresser von einer Vegan- oder Vegetarier-Minderheit terrorisiert werden. Für mich wäre sie nicht die richtige Frau. Ja, total, Tessa. Jeder mit gesundem Menschenverstand würde das natürlich machen. Aber es müsst ja nun mal ihr hier kochen. Ich glaube, die Sache ist relativ klar. Für Heinrich kommt eine Veganerin einfach überhaupt nicht in Frage. Ihm kommt das Gesicht auf der Gesichtsmortadella seiner Traumfrau schon wirklich ziemlich nahe. Party! Ah! Karton, Karton, Karton. Das muss eine coole Überraschung sein. Hochheben, einfach umstoßen, weißt du? Dear Mike. Könnte ich fliegen? Oh, Surprise! Okay, krass. Passiert gerade nicht wirklich. Bitte weck mich auf. Es ist so geil. Ne? Alle sind hier mega schockiert, völlig verständlich. Nur Schäfer Heinrich nicht. Der weiß nicht, was los ist. Und da haben wir ihn, den Kollegen, der das Sommerhaus aus einem Spukhaus in ein Spukhaus verwandelt hat. So, es wird gleich noch so hart. In der Zwischenzeit direkt schon mal ein Abo mit Glocke da lassen. Dann verpasst ihr hier nichts mehr. Und jetzt geht's weiter. Voll geile Erwartungen, yes. Und dann steht ihr da. Ja, I'll be back. Schnauze! Und dieses Mal aber Mike 2.0. Das ist der Moment, der irgendwie creepy ist. So. Boah, ich hab Herzklopfen. Ich dachte mir so, oh Gott, sie knallt mir gleich ein. Wir lachen alle, hihihi. So, 100 pro krieg ich jetzt einen in die Fresse. Ihr wart in der gleichen Show? Ja. Ja, war nicht so eine coole Show, aber nee. Können wir später drüber quatschen. Brauchen Drink und eine Zigarette. Gerne. Mike 2.0, oder wie unser André Mangold sagen würde, es würde alles falsch geschnitten. Na gut, aber immerhin kann Mike hier wieder zeigen, wie sympathisch er doch ist. Null. Mhm. Null. Wir müssen natürlich auch fair sein. Mikes Anblick ist jetzt, wir sehen es ja alle gerade, für die anderen wirklich nach seiner Aktion ziemlich, ziemlich schwierig. Aber er muss in die Gesichter von Jan und mindestens einer OP-Opferin schauen. Ist auch nicht nur leicht. Beste Puder. Ja, der fährt ja ein Ründchen. Nee, wir drehen auch nur. Mein Name ist Mike Sies. Zuletzt kannte man mich unschönerweise vom Sommerhaus der Stars. Dass ich jetzt hier stehe, ne? Ganz ehrlich, Ehrenpreis.
Soll ich übernehmen? Sei bitte leise! Ich hatte mich überhaupt nicht im Griff in der Sendung. Ja, du quatsch kein Wort mehr mit der. Meiner Frau sagt keiner was. Das war sehr unschön mit anzusehen. Bist du jetzt völlig reif für die Psychiatrie oder was? Ich nutze Kampf der Reality Stars natürlich für einen Neuanfang. Ich bin hier, um ich zu sein. Aha, okay, da haben wir also den Unterschied. Mike ist da, um er selbst zu sein. Die anderen sind da, um so zu tun, als wären sie jemand Bekanntes. So, und wenn wir hier in die Runde schauen, die Einzige, die sich keine Gedanken darüber macht, dass Mike jetzt da ist, ist Mama Iris. Der Akku von Daniela Katzenbergers iPad ist offensichtlich leer. Oder sie hat halt einfach kein Netz. Wobei, kann ich sein, die drehen ja nicht in Deutschland. Wie sehr habe ich mich jetzt hier im Griff. Alles andere ist zweitrangig. Und für Sissi muss das so ein Gefühl sein wie bei Ex on the Beach. Dein Ex-Feind wird zum aktuellen Feind. Bei der Wiedersehensshow saß er dann da wie so ein kleiner Schuljunge in seinem Polunder. Und dann hat er eben gesagt, so wie Ben sich verhalten hat bei der Wiedersehensshow, sowas macht kein richtiger Mann. Das ist wohl sein einziger Angriffspunkt, den er irgendwo in uns sieht. Also so Mann, so nach dem Motto, so die Nummer. Ich check gar nicht. Spannende Frage, hat er sich jetzt im Griff? Oder anders gesagt, man kriegt die Assis aus dem Sommerhaus, aber kriegt man das Sommerhaus aus den Assis? Ich würde es hier ehrlich gesagt als eine wirklich besondere Auszeichnung empfinden, wenn ein Kerl wie Mike zu mir sagen würde, du bist kein richtiger Kerl, so wie ich das bin. Was überrascht Sissi? Ja, schon. Aber er wird sich von seiner besten Seite präsentieren, sodass man sich denkt, ach, der ist ja doch gar nicht so schlimm. Bin auch so ein bisschen aufgeregt. Und du hast natürlich jetzt noch mal eine Special Situation. Genau. Ich glaube, der kann, wenn es richtig drauf ankommt, auch mal ordentlich auf den Tisch hauen. Ich denke, man sollte ihm keinen Grund zum Anlass geben. Ich finde schon, dass er irgendwie was Linkes im Blick hat. Aber ich möchte ihn halt auch noch nicht vorverurteilen. Ich weiß, ich kenne gewisse Sachen von dir, die ich ja gar nicht gut finde. Ich urteile auch nicht über Menschen im TV, weil ich weiß, wie dieses Business ist. Mike hat sich ja selbst als eine Überraschung bezeichnet. Und ich glaube, jeder weiß, dass in einem Überraschungsei wirklich ganz, ganz selten das drin ist, was man wirklich haben möchte. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob unser Jan nur hier am Start ist, damit Mike im Umgang mit Frauen eben nicht mehr ganz so schlimm aussieht. Elena ist die Queen of Kampf der Reality Stars und mit der legt man sich nicht an. Ich bin vorm Fernsehen gesessen und bin im Boden versunken. Wir mussten Pausen dazwischen machen. Es war nicht mehr zu ertragen. Ich bin froh, dass ich nicht so bin wie du. Ja. Weißt du, da kommen die Behörden zu dir nach Hause und habe ich mich so aufgeregt. Das war bei mir genauso. Echt? Ja, ja. Echt jetzt? Ja, ja. Gleiche Scheiße erlebt, Leidensgefährten, gleiche Nummer. Unser Mike sucht krampfhaft nach Verbündeten. Wir alle kennen diese verzweifelte Suche, wenn wir Jahr für Jahr den Programmplatz von RTL 2 auf der Fernbedienung suchen, weil wieder Kampf der Reality Stars läuft. Ach, der arme Mike ist damals beim Fernsehen wirklich im Boden versunken. Lieber Mike, wir Zuschauer dagegen sind damals an die Decke gegangen. Viele, viele sagen ja auch, dass man genau solchen Menschen keine Bühne mehr geben sollte. Und ja, irgendwie haben sie ja auch alle recht. Und andererseits löst ja auch das Verhalten in der Öffentlichkeit immer richtig heftige Reaktionen aus und kann vielleicht dazu führen, dass die sich ändern. Und ich habe fast das Gefühl, bei Elena hat das Ganze funktioniert. Bei Mike müssen wir auf jeden Fall nochmal abwarten. Wenn er scheiße ist, bin ich auch scheiße. Ja, ich muss dir sagen, der erste Eindruck ist jetzt komplett normal. Wieso sollte ich ihm jetzt glauben? Der ist doch ganz nett. Mein Gefühl sagt mir, dass er auf mich zukommen wird. Weil er möchte ja jetzt sein Image polieren. Ich habe super lange überlegt, was ich mir von dir wünsche. Eine aufrichtige Entschuldigung für deine transphobe Aussage. Aussage getätigt. Ich würde mir in dem Fall das Video tatsächlich noch mal anschauen, aber wenn das so war, dass das so rüberkam. Aber sowas weiß man doch, so. Digga. Mit solchen Menschen möchte ich nicht in einer Sala schlafen. Ja, würde ich mal sagen, Chance eigentlich fast schon wieder vertan. Das ist wirklich wortwörtlich Trash-TV. Selten habe ich solche Müllaussagen gehört. Damit, dass er sagt, dass er bei anderen falsch rübergekommen, falsch angekommen, schiebt er mal wieder die Schuld von sich und überträgt sie auf andere. Und das ist der Satz. Ich war noch gar nicht fertig. Das ist eine Charaktereigenschaft und eine Emotion, die kein Mann hat. Das hat er bei meinem lieben Ramon gesagt. Und ganz ehrlich, Leute, das heißt doch nicht, er hat einen Fehler gemacht. Nein, andere haben das vielleicht falsch verstanden. Das kam bei ihnen halt falsch an. Wie oft habe ich schon gehört, oh sorry, dass du YouTuber... Das kam offensichtlich bei dir ganz falsch an, so habe ich das nicht gemeint. Ja, mein Fehler. Und genau das gleiche haben wir einfach gerade bei Mike. Ich habe ehrlich gesagt auch erstmal gedacht, das ist wirklich ein bisschen fies von RTL 2, dass sie Sissi einladen und den Mike halt auch noch. Während Mike hier darum kämpft, sein Image aufzupolieren und offensichtlich gelingt ihm das ja hier bei den Leuten auch so ein bisschen, ist Sissi immerhin noch da und kann als Gegengewicht fungieren und kann da auch nochmal einen Schuss Realität mit reinbringen. Und ganz ehrlich, darauf hat keiner Bock. Das kann ja jeder Einzelne bestätigen. Weil es mir zu dem Zeitpunkt nicht bewusst war, aber wenn du mir das da mitgibst und mir das aus der Welt räumen kannst, umso besser. Weil es wäre auch gut hier fürs ganze Klima und für die Gemeinschaft. Wie auch immer, Amen. Über mich wird auch viel geschrieben, gesagt. Oh!
oder Sonstiges, was nicht stimmt. Wollen wir das morgen machen? Dass wir beide da einfach mal drüber sprechen. Aber betrifft uns alle. Weil wir keinen Bock haben auf ein Trans-Loch an der Runde, weißt du? Bin ich nicht. Was soll das, diese Anschuldigung? Es geht um Sendezeit hier und natürlich möchte man mit mir in den Konflikt kommen. Man möchte mich herausfordern, man möchte mich in die Ecke drängen. Ist mir alles bewusst. Wenn ich es zulasse, bin ich selber schuld. Was ist da los? Erst Xavier Naidoo und jetzt der Mike. Damit ist er auf jeden Fall schon mal der Zweite, dem ich seine Entschuldigung 0,0 abkaufe. Ach toll, wie sich Mike 2.0 vor allem auch für das Klima hier der Gemeinschaft einsetzt. Er will einfach, dass es hier viel Wärme gibt. Das könnte ja vor allem auch seine Ex wirklich allzu gut, wenn er sie mal wieder zu sehr eingeengt hat. Starblitz! 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 Oh! Oh, oh, oh! Ich wurde attackiert von einer Drohne. Wir haben 100 Zuschauer über unsere Stars befragt. Wer ist so famegeil, dass er dafür sogar über Leichen gehen will? Ich! Famegeil habe ich noch nie gehört. Kannte ich gar nicht diesen... Wenn wir nach dem Zuschauer gehen, bestimmt eins. Nein. Krass. Das ist gleich ist Tessa auf die Eins. Ich bin absoluter Schäfer-Heinrich-Ultra. Bei Farmgeil wäre er natürlich ganz vorn gewesen. Derjenige, der diesen Starblitz gerade gesteuert hat, der sieht halt offensichtlich nicht so gut. Ah, ist vermutlich wahrscheinlich derselbe, der sich auch um Nina Christines Make-up gekümmert hat. Und wie reagieren wir alle, wenn wir schon wieder nicht Teil dieser repräsentativen RTL 2 Zuschauerumfrage waren? Du hast keine Ahnung, was du mir angetan hast. Ich bin ja nicht Famegeil. Ich bin einfach nur... Peinlich des Todes. Ich bin hier, weil ich hier eine Chance habe, Geld zu verdienen. Also man sieht ja, wer greift nach dem Zepter, wer möchte Platz 1 haben. Ich akzeptiere den ersten Platz. Du meinst, du bist die Geilste? Ich bin die Famegeilste. Ich bin ja auch der größte Star, was soll ich sagen? Wer greift nach dem Zepter? Das ist übrigens genau die Frage, die sich auch der Bachelor mehrere Wochen lang gestellt hat. Spürt ihr das? Die sind hier alle wirklich so voller Missgunst wie Ronald Schill mit dem Zeug, was er Erik Stehfest von der Haut abgeleckt hat. Denk mal, du bist ein Promi-Flash-Leser. Wo denkst du so, der ist so famegeil? Ja, bei dir. Wir haben jemanden, der im TV geb***t hat. Wo hast du im TV geb***t? Und das hat man irgendwo gesehen? Oh mein Gott! Aber, nein! Als Famegeilster gilt Mike und nicht die liebe Elena. Das Ergebnis vorne an der Spitze war absehbar. Ich hoffe, ich krieg den Stempel auch wieder weg. So ekelhaft, so entwürdigend. Welcher Stempel ist jetzt von Mike da genau weg? Haben wir irgendwas verpasst? Leute, und mal eine Frage. Gibt es wirklich Menschen, die völlig unironisch Promiflash lesen und sich dann darüber ernsthafte Gedanken machen? Ich nehme den Preis nicht an. Genau das habe ich vergangene Woche beim Aldi an der Kasse gesagt, als ich das Sonnenblumenöl bezahlen sollte. Zu meiner Hochzeit? Ich habe 100.000 Euro im Monat verdient. Nur Weiber um mich herum gehabt. So, und ich habe richtiges Rockstar-Life geführt. Niemals. Man redet nicht über Geld. Man gibt auch nicht an mit Geld. Und ich habe eine Sucht entwickelt. Ich wollte die nächst schönere Frau, weil die Frau, die ich jetzt gerade habe, die reicht mir gar nicht. Weil die Leute immer mit dem Finger auf mich gezeigt haben, gesagt haben, du, DJ und Musiker, du kommst von Berlin Tag und Nacht, von der RTL 2 Trash Soap, so, du kannst gar nichts können. Genau das. Ein bisschen süß, wie unser Jan hier laut fantasiert. Okay, krass, wie ungerecht die Leute Jan gegenüber waren. Ey, ganz ehrlich, ist doch völlig klar. Er hat seinen Job bei Berlin Tag und Nacht doch nur bekommen, weil er nichts konnte. Wann kriegen die Leute das endlich in ihre Köpfe? Übrigens beneide ich die alle hier komplett um ihre Leber. Dass man sich bei der wirklich schlecht einstudierten Drama-Story von Jan nicht sofort was zu trinken holt, Respekt, das muss man sich erstmal antrainieren. Wo ist das ganze Geld? Bei falschen Beratern, bei falschen Freunden, vieles im Wettbüro. Ich war spielsüchtig. Ich hatte immer 10.000 Euro Bargeld in der Hosentasche. Einfach rausgehauen, unter der Woche. Davon hast du nichts mehr. Ich bin pleite, ich bin komplett pleite. Ich hätte nicht gedacht, dass er so tief geht. Ja, ganz egal, wie tief Jan wo auch immer geht, Nina Christins Ausschnitt ist tiefer. Immer. Und Leute, habe ich das richtig verstanden? Der hatte 10.000 Euro in der Tasche. Das ist wirklich krass. Also er musste das gesamte Jahresbudget von Berlin Tag und Nacht mit sich rumtragen. Warum? Sind das die veganen Nuggets? Nee. Nee. Doch. Vielleicht. Nein, das sind vegane Nuggets. Wow. Wow. Perfekt. Das ist die letzte Packung vegane Nuggets. Nein, ja. Ja, die wollte eigentlich ich essen. Nein. Was? Dieses übertriebene Drama ist einfach langsam schon ausgelutscht. Die essen gerade die dritte, letzte Packung vegane Nuggets, wo ich mich noch gefreut habe, dass überhaupt noch eine übrig ist. Ich finde es nicht in Ordnung. Nee, ich beschwere mich jetzt auch mit Starbucks. Ja, also am Ende ist es vielleicht wirklich eine Art Traumatherapie. Jeder hier hat am Ende ein Trauma. Tessa hat ja auch gesagt, sie hat eine ganz eigene Wahrnehmung. Stimmt, Tessa? Weed ist doch vegan, oder? Derbe unnötig? Nein!
Aber ich dachte mir so, okay, ist halt sie. Einerseits weigert man sich, vegane Bolognese zu essen, aber dann isst man mir alle Packungen vegane Nuggets weg. Wie kann Gott zulassen, dass solche schrecklichen Dinge passieren? Jetzt schmecken die irgendwie besser, weil sie so wütend ist. Die verbotenen Sachen sind immer geiler. Voll geil. Und eine kurze Frage, was macht eigentlich Schäfer Heinrich da während des epischen Nugget-Streits? A. Vergräbt er hier heimlich vegane Nuggets? Oder B. Will er hier jetzt also mal versuchen, sich unter der Badehose genau so zu waschen, wie Elena ihm das erklärt hat? Und bitte nicht verwechseln, wir haben hier Schadenfreude und hier einen Schadenfreunde. Apropos Schadenfreude. Mann, am Morgen so eine Treppe, Alter. Ey. Möchtest du das abends machen oder sollen wir eben quatschen, wenn du fertig geraucht hast? Ja komm, dann rauche ich fertig, dann setzen wir uns in den Schatten. Na komm. Nachdem irgendwie alles schon längst vorbei war, da hast du irgendwie wieder dein wahres Gesicht gezeigt. Aber wenn das so ist, dass das falsch aufgenommen wird, dann werde ich genau diese Szene nehmen, werde die cutten und werde dazu was sagen. Im Kern bleibe ich dabei. Definitiv, ich habe da was gesagt und ich habe das so gemeint. Nur, es kam falsch rüber und ich glaube, ich habe mich nur falsch ausgedrückt. Ah, okay, also ich habe es genauso gemeint. Aber es kam falsch an. Ich vermute, Joyce Ilk persönlich schreibt die Entschuldigung für unseren Mike. Sissy muss also auf ihn zugehen und er wiegelt sie erstmal ab. Es wirkt fast so, als hätte er darin Übungen von seinen Gläubigern. Ich habe übrigens mal nachgesehen, ob Mike inzwischen mal irgendwas gecuttet hat. Hat er nicht, oder ich habe es zumindest nicht gesehen. Und die Dreharbeiten waren ja im Januar. Dafür habe ich diesen Post hier gefunden, dass auf diese bösen YouTuber wieder ordentlich was zukommt. Das hat er mir ja damals auch während der Sommerhaus-Ausstrahlung angedroht. Ganz offensichtlich ist es aber einfach das Gleiche wie im Sommerhaus. Große Klappe und nichts dahinter. Weißt du, jetzt hast du wieder so einen vernünftigen Ton. So wie ich jetzt bin bei dir, so bin ich privat. In meinen Augen ist es geklärt. Mehr kann man nicht machen. Hier rein. Raus. Gut, Mike blendet halt vielleicht einfach die Realität aus. Irgendwie hat das ja auch im Sommerhaus geschafft, auf Durchzug zu schalten, wenn Alm Klausi probiert hat zu singen. Tja, Sissi, und schon wieder findet Mike nicht das Herz. Wie damals im Sommerhaus bei dem Spiel. Naja, mit dem Organ kennt er sich halt offensichtlich nicht so gut aus. Wir sehen ein Boot. Ich hoffe, es ist ein heißer Fußballer an Bord. Wehe, es kommt hier nicht direkt Mats Hummels. Ach, das ist ja Desiree Nick. Keine Ahnung, wer Enrico ist. So. Kenn ich dich. Ist ja auch nicht wichtig. Ich meine, wer bin ich? Ne? Eine Hexe. Ich bin kein Promi. Ich habe mich hier beworben. Ach, geil. Hammer. Hab die Chance, Reality-Star zu werden. Also ich wusste nicht, dass man sich für sowas bewirbt. Ich dachte, man muss sich dafür qualifizieren. Jan ist erstmal mega beeindruckt, dass hier aus dieser Gruppe irgendjemand schreiben kann. Im Arbeitsamt Bottrop soll es inzwischen auch so Berufsinformationsmappen für das Berufsbild Trash-TV-Teilnehmer geben. Die Ausbildung umfasst übrigens auch ein Praktikum als Kinderbetreuer bei den Wollnis. Kann die Sendezeit starten? Na, Alte, ja, ein bisschen. Aber ihm muss natürlich bewusst sein, dass das ein hartes Stück Arbeit ist hier. Ich finde es komisch, dass jemand hier sein darf, der überhaupt kein Star ist. Krass, das sieht aus wie im Fernsehen. Wann hast du denn Geburtstag? 4.8. wie Obama und Queen Mom. Wie wer? Obama. Kenne ich nicht. Die anderen kennen aber natürlich Obama von Let's Dance. Obama kennt er nicht. Ich glaube übrigens, dass das Tessas bevorzugte Marke für vegane Nuggets ist. Jan hat natürlich recht. Es ist gar nicht so einfach, den ganzen Tag irgendwie hier in der Badehose rumzuliegen und sich wegen Nichtigkeiten zu streiten. Naja, hier, ne, die Stars unter sich. Der einzige Ort, an dem man sie wirklich kennt. Ich mach diesen Brief auf und das Erste, was ich sehe, Elena und Tessa. Die Gruppe. Ich verstehe es einfach nicht. Brauchst du Hilfe? Definitiv. Von dir? Nein. Elena, Tessa, Ronald. Alles geil! Mega geil, weil wir andere Denkweisen haben. Ich will halt 500% geben und sie vielleicht 450. Nein, 100.000 und die teile ich mir geil ein. Ja. Oh. Elena und Tessa, oder wie es auch heißt, zwei bei Krawall was. Ronald versteht unter geil einteilen was ganz anderes. Was käme eigentlich raus, wenn die hier alle einen IQ-Test machen würden? 500% von null. Mike, Sissi und Nina Christine. Das ist wieder witzig. Mit diesem Team kannst du keinen Bock haben. Ich habe in meinem Team zwei Handicaps. Tessa und Elena verstehen sich nicht. Und zweitens habe ich einen Lehrling dabei mit Doppel-E. Eigentlich fühle ich mich wohl bei zwei starken, kräftigen Take-Me-Kenny-Geflüster. Tiny K.
IKEA-Geflüster. Spieler 1 flüstert die Anleitung ins Telefon, Spieler 2 hört sich's an und sagt dem Dritten, was zu tun ist. Sehr komisch, nur Jan und Ronald wundern sich nicht darüber, dass am anderen Ende der Leitung irgendjemand stöhnt. Gut, dieses Mal halt aus Genervtheit und beide verschulden sich ausnahmsweise mal nicht mehr. Heinrich fühlt sich also sehr wohl bei zwei starken, kräftigen. Alles klar, und genau deswegen hat ihm offensichtlich auch die Hofwoche bei Bauer sucht Frau so gut gefallen damals. Mike, da sind 4 lange Schrauben. Ja. Woran erkennen wir, dass diese Stühle hier definitiv nicht von IKEA sind? Ja, die Schrauben sind alle da, kennt man. Heinrich, nicht die Schrauben da rein. Warum nicht? Weil wir das sagen! Ey, also, hallo, wir sind auch nicht dumm, haben wir gemacht? Wir harmonieren nicht, richtig auf dumm. Ja, die müssen das machen für Dumme, sonst verstehen wir das ja nicht. Was? Ich bin nicht dumm. Nicht vergessen, diese Damen hier sagen, sie wären It-Girls. Und was sagt die First Lady aller It-Girls dazu? Ich weiß nicht, was ich da machen kann, aber das muss man stoppen, wirklich. Wir halten fest, der mit dem allerhöchsten IQ lag hier bis vor wenigen Sekunden noch nicht zusammengebaut auf dem Boden. Und bitte alle mal honorieren, dass sie hier alleine telefonieren können, das ist wirklich schon ein riesengroßer Erfolg für sie. Irgendwas stimmt mit der Anleitung nicht, denn die Stäbe sind da drin. Ich muss jetzt hier erstmal was zusammenschrauben. Nein, nix schrauben! Nix schrauben! Ja, ich muss ja fertig werden. Push ihn da rein. Nein, der wird sauer. Mit Anleitung wird das nichts. Ich weiß, wie es gehört, aber das ist was macht der denn da? Ich weiß nicht, was er macht. Die haben das so, als ob wir strohdumm sind, erklärt. Richtig so auf Kindersprache. Ich hab Angst. Na, ja, oder so. Los, haben wir, ja. Die sehen aus wie ein Bilderrahmen. Was für ein Bilderrahmen? Hä? Es ist aber wirklich auch nicht so einfach. Was viele der Promis zu Hause als Möbel bezeichnen, ja, das ist eine Matratze auf dem Boden und sind ein paar Bananenkisten. Übrigens, als Bauer Heinrich oben ohne gezeigt wurde, ich hoffe sehr, dass die Eltern unter euch ihren Kindern die Augen zugehalten haben. Guck, das fällt ja immer wieder weg. Was redet ihr die ganze Zeit? Ihr seid die Alte, soll loslaufen, los! Dieser Typ. Der hat was die Katze nicht frisst und benimmt sich wie die Axt im Wald. Also ist einfach nur ganz, ganz unterste Schublade leider. Man, die Alte soll sich beeilen oder so. Respektlos, das ist. Oh. Ja. Hat er schon Höhenflug oder was? Ja, hat schon Höhenflug. Ja gut, obwohl, ist halt erstmal Kamera ja, an. So ist. Aber keiner sollte aber Höhenflug guck mal, haben. Niemand. Pass auf, einen Profitrick. Ja. Bitte keine Sendezeit. Dankeschön, gleichfalls. Rede nicht drüber. Ach, ja, wir mach es nicht zum Thema. Hier. Mike hat kein einziges Mal Schnauze gesagt. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Oh, Mikes Profi-Tipp, mach es nicht zum Thema. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das exakt die Worte sind, die Mike auch immer zu seiner Michelle damals gesagt hat, wenn sie mit anderen über ihre Hölle sprechen wollte. Sie haben es nicht ganz geschafft. Als Strafe müssen sie jetzt hier 8 Stunden lang eine Sanduhr befüllen. Und ja, es kracht. Die Sanduhr darf nie leer laufen. Sonst, das wollt ihr nicht wissen. Lass das Ding doch durchlaufen lassen. Ja, lass das durchlaufen. Mir ist egal. Nein, ich möchte das nicht. Ja. Ich find's witzig. Oder nicht? Auf gar keinen Fall Sand auffüllen. Game Changer einfach mal. Also zusammengefasst, ne, die Aufgabe ist, die Sanduhr 8 Stunden laufen lassen. Also damit 6 Stunden mehr, als die meisten hier jemals gearbeitet haben. Jan ist offensichtlich wirklich fest dazu entschlossen, sich von Elena den Rang als absolute Unsympathin der Nation zu erstänkern. Dann ist Schluss mit Sendezeit. Lass dich nicht manipulieren, Heinrich. Bullshit. Niemand von uns würde fliegen. Wenn ihr das ernst meint, dass jemand rausfliegt komm, oder so, dann machen wir komm, das für ihn. Nein, stopp. Hey, stopp, nicht. Ich hab keinen Bock. Digga, Yassin. Bis dahin fand ich Jan super. Und da hat mir gerade so eine Seite gezeigt, wo ich sag, ey Junge, geht gar nicht. Und sollte einer rausfliegen, nur wegen dieser Sanduhr, Heinrich, kriegst du meine gesamte Gage. Und die ist die höchste von allen hier, glaub mir. Und Heinrich so, yeah, 100 Euro mehr. Und jetzt wird auch ziemlich klar, warum Jan keine Kohle mehr hat. Heinrich lehnt sich also offensichtlich nur ungern gegen eine Autorität auf. Nur zum Hintergrund, er diskutiert normalerweise alle Entscheidungen mit seinen Schafen und zieht in der Regel den Kürzeren. Bullshit, Digga, das ist scheiße jetzt gerade von den Das ist richtig scheiße von den Nee, hab ich keinen Bock drauf. Ich kenne halt Jan aus diesem Instagram-Business und da kenne ich ihn halt nur so, genau in dieser Stimmung. Weil so hat er auch immer seine Videos gedreht. Was will denn dir? Euch, ey, ihr. Das war ja so klar, danke. Dann machen wir das, okay? Wenn es dir dabei besser geht, dann machen wir das einfach. Du willst ja auch nicht rausfliegen, ich will auch nicht rausfliegen. Jetzt habe ich ihn als Freund verloren, ne? Der ist sauer auf Jan. Was? Jan ist auch so wirklich sympathischer, wenn er seine auswendig gelernten Prolo-Texte von Berlin Tag und Nacht aufsagt.
Respekt. Und ich finde schon irgendwie süß, dass Heinrich hier auf einmal so nachdenklich wird. Und dabei kennt er es ja eigentlich von seinen Auftritten als Sänger, dass ihm die Leute den Rücken zudrehen. Ganz, ganz linke Nummer hier. Ganz, ganz linke Nummer gerade. Was hast du denn gegen das Spiel? Es ist langweilig ohne Ende. Es hat keinen Unterhaltungsfaktor für den Zuschauer. 0,0. Ja, aber das ist doch deren Sache zu entscheiden. Du bist doch nicht die Produktion. Nee, aber ich bin vielleicht in dem Fall bin ich vielleicht kreativer als die Produktion und sage, hey Leute, wisst ihr was? Lasst uns mal gucken, was passiert, wenn das Ding durchläuft. Was will der Zuschauer jetzt? Nicht weinen, das war nicht deine Schuld. Ich denke nicht, dass Jan sich beruhigen wird. Der fährt den kompletten Ego-Trip, weil er nicht das bekommen hat, was er wollte. Sie sehen den anonymen Stuhlkreis der unbekannten Trash-Promis. Oh Mann, und jetzt fängt Heinrich an zu weinen, weil Jan seinen Ego-Trip durchziehen möchte. Ist fast schon so rührend, wie damals der Moment, als Harald Glückle im Dschungelcamp den Brief von seinem Hund erhalten hat. Kommandante Jan, Anführer der Ein-Mann-Revolution. Die Frage langweilt mich gerade. Die Frage beantworte ich nicht. Nee, ja, ich bin auch nicht mehr in der Mut, jetzt hier irgendwie den Motivation Boy zu machen. Ja, sehr schade, dass man Jan nicht genauso wie das iPad von Daniela Katzenberger ja einfach immer so wegstellen kann, wenn man möchte. Selbstgedanken sind ganz weit weg. Jeden Tag wird es schwieriger, überhaupt im Angesicht dieser Frauen zu überleben. Ja! Ja, danke. Ich habe so viel zu viel Botox auch im Gesicht. Ich wollte es sowieso gerne mal anfassen, wie sich das so anfühlt. Und da sind die Adern ja richtig so rausgekommen. Da kann man nicht so viel lachen, ja? Und ich habe echt gedacht, boah, jetzt springt mir das ganze Botox aus dem Gesicht, alles platzt auf. Man hat ja nur Stress hier drin, wie kann man dann noch an Sex denken? Naja, es kann einfach noch schlimmer kommen. Wie hat der Bachelor damals gesagt? Als Bachelor war ich der Bumserich vom Dienst. Und keiner erinnert sich. Wie sagt man dann? Genau, dass es nicht gut war. Hier gibt es einfach wieder tolle Gewinne und Trostpreise. Wie zum Beispiel Spielerfrau werden von einem aus der zweiten Bundesliga oder Ersatzkandidatin von Let's Dance. Sollten sich die Leute um mich reißen? Ich war nicht beim Pissen, sondern beim Scheißen. Für welchen Star bedeutet das Comeback der Kontrahenten heißt es. Was ist das für ein Wort, ey? Wer im heutigen Safety-Spiel triumphiert, die drei Neuankömmlinge sind safe und müssen daher nicht mitspielen. Auch Tessa wird aus gesundheitlichen Gründen leider keine Chance haben. Aber dann ist sie auch nicht geschützt. Ja, dann ist es halt so. Die wird vermutlich auch gar nicht an Abwahl teilnehmen. Doch, klar. Natürlich. Sonst kann ja jeder kurz hier... Wenn Enrico genauso schlecht schreibt, wie er liest, hat er seine Bewerbung wahrscheinlich als Bildercollage eingereicht. Und falls sich irgendjemand fragt, wo das iPad von Daniela Katzenberger ist, Ronald kennt sich damit aus. Damit kann er knickknack Filme gucken. Auf geht's zur Challenge. Wer kann sich vor dem Rauswurf schützen? Endlich mal kann ich nicht mit Tessa im Team sein. Ihr kämpft heute darum, ein Symbol zu bekommen. Ich habe überhaupt gar nicht verstanden, wie das jetzt gehen soll. Hä, was? Soll ich denn zusammenbinden, oder? Ja, okay. Das war frauenfeindlich. Kurze Arme feindlich. Das ist natürlich hier alles in Anlehnung an Squid Game. Oh Gott, ich dachte für einen kurzen Moment, diese Puppe hier, das ist gerade die Hummels. Und jetzt auch eine Challenge für uns hier. Wie viele Rechtschreibfehler finden wir in den Gedichten auf Yassins Körper? Oder hat er die Vorlage gar nicht selber erstellt? Geh mal weg mit deinem Scheiß! Hey! Aus nichts. Batsch! Haut mir das Ding raus. Bist du ein Bastard? Sag nicht so. Hey. Boah, die Situation war sau unangenehm. Wenn Kampf der Realities da nicht die erste Trash-Sendung sein sollte, die abgebrochen werden muss, weil irgendwie ja, weil es Handgreiflichkeiten gab, dann muss man den Jan aber wirklich anfangen. Jans Selbstwahrnehmung ist ungefähr genauso weit von der Wirklichkeit entfernt, wie Rolands Chance, jemals wieder als Richter arbeiten zu können. Und eines nicht vergessen, das iPad von Daniela Katzenberger hätte den Jan vergangene Woche ja wirklich rausschmeißen können. Aber die medienerfahrene Mama Iris wollte halt einfach, dass noch ein paar Zuschauer am Start sind, wenn sie dann irgendwann hier in die Sala kommt. Ey, was beschimpfst du mich als Bastard? Bist du bescheuert oder was? Das ist das Spiel. Ja, ist auch gut. Hä? Was soll lass das. Dann haben wir uns direkt die Faust gegeben. Das ist ein altes Trash-TV-Gesetz. Jan wurde beleidigt und teilt einen Bodycheck aus. Der Jan, dessen Karriere ausschließlich auf Beleidigungen beruht, nicht schlecht. Weil das Spiel unfällt. Deswegen kippe ich den Mädels was rein. Ja! Ich bin halt irgendwie ein Teamplayer so und ich setze mich lieber dann für die Schwächeren ein. Das war also die totale Verschwendung, dass Elena gewonnen hat, weil niemand hätte es gewagt, sie zu nominieren. Unser DJ schüttet halt einfach gerne was in fremde Töpfe und genau das ist ihm ja damals im Spielsalon zum Verhängnis geworden. Diese Szene ist eigentlich fast schon philosophisch. Jan stößt ihn ab wie das Bildungssystem den Jan. Kathi Hummels ruft zum jüngsten Gericht. Die Stunde der Wahrheit ist
sehr belastend. Die Arena der Tränen. Das hier ist kein Roboter. Man kann zum Beispiel sein Image aufpolieren oder auch ein Praktikum machen. Die Arena der Tränen, oder wie es bei Vox auch heißt, sing meinen Song. Kathi Hummels schwingt leider hier den falschen Hammer, sonst wäre Mats wahrscheinlich noch am Start. Im Fall von Kathi Hummels geht das Praktikum jetzt hier schon ins dritte Jahr. Glückwunsch, seit diesem Jahr muss das Schlagen des Gongs nicht mehr 10-mal geübt werden. Tessa, du eckst oft an. Wie nimmst du das selbst wahr? Spannend. Nina Christine, was stellst du da? Eine ganze Kollektion Tupperware. Wenn gestritten wird, wenn provoziert wird und wenn Tränen fließen, so muss Entertainment funktionieren. Ja, manche Promis kennen halt wirklich einfach das Maß nicht und andere Promis kennen die Maßeinheit, Liter übrigens nur von Botox. Die Frage, was Nina Christine darstellt, bekommt sie sehr oft gestellt und in der Karnevalszeit muss sie wirklich immer erklären, dass sie gar nicht verkleidet ist. Man kann nicht alles schönreden. Deshalb, wir haben uns heute für dich entschieden. Und vielleicht noch mal abschließend, um das zu sagen. Ich denke, es ist schwierig, auch eine Person zu bewerten. Kannst du mich noch kurz aussprechen lassen? Nein, der Test hat eine Schnauze! Ja, gern. Der Kühlschrank gehört nicht einer einzigen Person. Ja, wer kommt denn hier? Der Starblitz. Tessa hofft natürlich, dass der Starblitz jetzt die fehlenden Nuggets vorbeibringt. Was ist eigentlich los? Iris Pad ist gar nicht am Start. Es gab vermutlich technische Probleme und die Crew musste sie links liegen lassen. Klar, um eben die Bugs an Kathi Hummels zu fixen. Das ist für dich. Die Nominierung der Neuankömmlinge darf heute lediglich als Warnschuss verstanden werden. Da Mauro unerwartet die Sendung verlassen hat, wird in dieser Stunde der Wahrheit kein Star die Sala verlassen müssen. Ist das gerade for real? Das ist real, ja. Oh mein Gott, das ist so. Wir wünschen allen Reality-Stars viel Spaß in der nächsten. So unehrlichen Applaus kennt man sonst nur nach den Playback-Auftritten vom Fernsehgarten. Für einen ganz kurzen Moment hatte ich gedacht, man hat Kathi Hummels hier einen Helm aufgesetzt, damit sie sich beim Gong nicht so wehtut. Aber es ist dann doch nur der Starblitz. Ja, was ein Ritt, ey. Sieht schön aus. War schon gut. Oh mein Gott. Was sollen wir jetzt machen, solche zwei? Könnte natürlich ein bisschen für Reibereien sorgen. Wenn du darüber nachdenkst, welche anderen Fußballer gerade noch Single sind, Kathi Hummels hat hier gerade wieder härter genagelt als die vom RTL bei der Passion. Ihr könnt euch davor schützen. Einfach ein Abo mit Glocke da lassen. Es wird noch so gut, es lohnt sich. Und ich freue mich sehr über einen Daumen nach oben für mein Video. Tessa bleibt und was sagt ihr dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Falls ihr Folge 1 nicht gesehen habt, Tessa macht Elena einfach direkt mal platt. Unglaublich. Klickt auf jeden Fall rein. Oder großartig, war übrigens auch prominent getrennt. Es lohnt sich sehr. Die ganze Folge gibt es bei RTL Plus. Verlinke ich euch natürlich in der Beschreibung. Viel Spaß mit allem und dann sehen wir uns gleich hier.